Eine Windhose zieht durch den Ort Wensen, Landkreis Peine in Niedersachsen. Nur wenige Minuten, aber die werden Sie hier wohl nie vergessen. Hilfe! Hilfe! Der Sturm entwurzelt Bäume, deckt Dächer ab. Wie so eine Druckwelle. Das war erst so ein Rauschen nur und dann ging das. Das war wie Weltuntergang. Du hast nichts mehr gesehen, war alles grau und alles hat sich gedreht. Im Landkreis Salzgitter bläst der Wind einen LKW um. Der Fahrer bleibt unverletzt. Bei Osnabrück kracht ein Baum auf dieses Auto. Auch hier kommt der Fahrer mit dem Schrecken davon. Der Wagen dahinter kann gerade noch bremsen. Ja, also ich bin jetzt noch am Zittern, auf jeden Fall. Also wir hatten auf jeden Fall richtig Glück gehabt. Schwer verletzt wird ein junges Paar in Hamburg-Harburg. Ein umstürzender Baum begräbt die beiden unter sich. Bei der Bahn Stillstand im Nah- und Fernverkehr. Auch hier in Norddeutschland besonders betroffen. Dieser Regionalzug strandet im Hamburger Stadtgebiet. Eine Oberleitung war abgerissen. 3 Stunden sitzen 300 Passagiere fest ohne Klimaanlage. Nach einer Stunde wurde den ersten Leuten ein bisschen warm und haben schon Platzangst gekriegt. Zur Stunde allerdings, so die Deutsche Bahn, gibt es wetterbedingt kaum noch Einschränkungen.